Grund zur Freude gibt es jetzt im Halterner Freizeitbad Aquarell, denn das Bad blickt auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. 1974 wurde es eröffnet. Seitdem hat sich hier einiges verändert, weiß der leitende Schwimmmeister Karl-Heinz Tuttmann. 1974 im März wurde das Bad eröffnet und 2024 schreiben wir jetzt, also 50 Jahre. Früher war es einfach das Hallenbad Haltern und jetzt ist es halt das Freizeitbad Aquarell. Das Freizeitbad aber wurde umbenannt 1996 nach dem Umbau und seitdem heißt es Freizeitbad Aquarell. In den Jahren hat sich natürlich einiges getan. Die Anfänge waren einfach ein reines Sportbad, nur zum Schwimmen. Und jetzt haben wir natürlich ein Freizeitbad mit Rutschen, die 1985 gekommen ist und einfach andere Gelegenheiten, die dazugekommen sind. Moderator Schenk startet den Countdown zum 50-Stunden-Schwimmen. Denn zum Jubiläum haben sich die Stadtwerke Haltern natürlich etwas einfallen lassen. Früher Sportbad, heute Freizeitbad. Die Umgestaltung des Bades nach den Bedürfnissen der Badbesucher hat sich gelohnt, weiß Sabine Vogelsang. Seit 29 Jahren ist sie bei den Stadtwerken Haltern beschäftigt. Das Bad ist jetzt 50 Jahre alt und es ist tatsächlich so, dass auch in der Mitarbeiterstruktur schon Eltern hier beschäftigt sind, die Kinder hier als Studenten arbeiten. Und ein Familien- und Sportbad, das heißt, es ist ein reines Generationenbad schon geworden. Das heißt, auch die Enkelkinder hier schon schwimmen lernen. Auch Bürgermeister Stegemann freut sich über das Jubiläum. Das Bad sei ein Anziehungspunkt für Jung und Alt geworden. 50 Jahre sieht man den Bad weiß Gott nicht an, da ist ja immer was gemacht worden. Und es ist ein Anziehungspunkt für Jung und Alt, für den Vereinssport, aber eben auch für ganz viele Menschen aus der Region, aber eben auch insbesondere unsere Bürger aus dieser Stadt, die hier schwimmen gelernt haben, die hier schwimmen, die ihrem Sport hier nachgehen, die sich aber auch treffen, um mal gemütlich zusammen zu sein, mal ein bisschen zu quatschen. Und das ist eine ganz tolle Stelle hier. Für das 50-Stunden-Schwimmen ist das Freizeitbad jetzt bis Sonntagmittag rund um die Uhr geöffnet. Das bringt eine zusätzliche Belastung für das hauptamtliche Team mit sich. Für Unterstützung sorgt Aushilfe Robin Fortmann. Ich bin tatsächlich 2021 über das Seebad hier hingekommen, neben meinem Studium im Seebad schon gejobbt und als die Stadtwerke das mit übernommen haben, bin ich dann hier mit rein und auch mit zum Beckenteam dazugekommen. Die Verantwortlichen der Stadtwerke Haltern hoffen, dass das Jubiläumsangebot des Freizeitbades viele zusätzliche Badegäste bis Karfreitag ins Bad locken wird.